Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schramme, der Talk. Die Schramme ist heute unterwegs. Wir sind auf Dienstfahrt, wie man sieht. Wir haben hier gehalten mit der Straßenbahn und wir sehen heute zwei Garagen. Was es damit auf sich hat, darum geht es heute. Und ich möchte zunächst Hans Lilje vorstellen. Hans, wir sind Nachbarn. Und dein Name hat mich immer schon beeindruckt, weil ich dachte, Hans Lilje, der ist doch eigentlich schon lange tot. Der liegt auf dem Friedhof Kloster Loccom. Umso schöner, dass ich dich hier bei mir habe und dass du lebst und du was ganz Besonderes gemacht hast. Hans, wir stehen hier vor zwei Garagen. Es fing mit einer Garage an. Richtig, und vor der stehst du gerade. Übrigens, Hans Lilje mit Doppel-N ist, und mit J ist also ein ganz anderer Lilje als ich. Insofern ist das auch keine Verwechslungsgefahr. Und anders als der Bischof habe ich mich jetzt eben Fahrräder um mich geschart. Und zwar habe ich vor 2 Jahren angefangen, Fahrräder hier in Celle zu verleihen. Und das war eben hier in dieser Garage, dass wir hier die Fahrräder rausgegeben haben. Bis zum Ende dieser Saison haben wir die Fahrräder hier aus dieser Garage. Das war natürlich ein bisschen schwierig. Die Kunden mussten uns hier hinten finden. Das ist ein bisschen kompliziert gewesen, aber es hat funktioniert und wir konnten hier eben 2 Jahre lang gut Fahrradverleih machen. Neben mir steht Gunnar Thahn. Wir haben eben schon über das Thema Garagen gesprochen. Was fällt dir ein zu den Start-ups von den Garagen? Ja, da gibt es für mich natürlich die Fortsetzung von Hans, von Intel, von HP, von Steve Jobs natürlich, Apple, Steve Wozniak natürlich auch. Beiden, die haben ja in der elterlichen Garage angefangen und dann ein Imperium geschaffen. Also Hans, strengen wir uns an. Ihr beide pusht euch eigentlich gegenseitig, hier ein neues Imperium aufzubauen. Nicht nur der Bischof der Fahrräder, könnte ich sagen, sondern auch der Brain und der Treiber Gunnar Thahn. Die Garagen, die wir hier sehen, da stehen etliche Fahrräder drin. Es fing ja in den Garagen erstmal anders an. Was war das Erste, was in diesen Garagen war? Also begonnen hat das, dass mein Moped hier stand in der Garage und ich eben hier meine Fahrrad- und Autosachen hier drin aufbewahrt habe. Und dann kamen eben die ersten Fahrräder dazu, dass man eben, dass ich Fahrräder wieder hergestellt habe, die vorher kaputt waren, und sie dann eben hier eingestellt habe und dann langsam gesammelt habe, bis ich eben ungefähr 20 Stück hatte und dann eben auf den Markt gegangen bin damit. Das heißt, eben halt kleine Werbung gemacht habe und dann kamen auch sofort die ersten Kunden hierher und habe sie hierher gelotst. Die Leute müssen mich vorher anrufen, weil sonst finden sie es nicht, aber dann klappt das. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich das hier auch miterlebt. Ihr habt auch etliche Fahrräder von uns repariert und Ali Al-Bushi, du bist derjenige, der wirklich auch die Gedanken dieser beiden Herren hier auch umsetzt. Was ist so deine Aufgabe bei diesem Projekt? Ja, meine Aufgabe ist, Fahrräder zu reparieren, auch zu verleihen, wenn Hans ist nicht da. Ja, wenn wir alte Fahrräder oder gebrauchte Fahrräder, gute Fahrräder kaufen, dann repariere ich die Fahrräder, bringe ich die in Ordnung und dann hier lagern. Wir werden gleich noch so ein bisschen ins Eingemachte gucken. Wir werden gleich noch mal an einer anderen Stelle Halt machen. Und ja, ich freue mich und bin gespannt auf das, was ihr noch zu erzählen habt. Ja, Ali, wir sind hier in der Werkstatt und hier wird auch gearbeitet. Der Jonas repariert hier gerade ein Fahrrad. Eben waren Leute da, die haben sich ein Rad ausgeliehen. Ihr verleiht ja auch Räder. Und das ist nun hier schon die nächste Stufe der Entwicklung. Ihr habt jetzt eure Reparaturgaragen, habt ihr jetzt als Lager für die Leihfahrräder. Und hier wird jetzt richtig repariert. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Die Leute bringen ihr Fahrrad hierher und sagen, mach mir das heile oder helft ihr denen auch, das selber zu machen? Ja. Ja, hier, wir sind nicht schon lange. Wir reparieren die Räder, die wir kaufen. Und auch manche Kunden kommen zu uns, sie wollen das Fahrrad reparieren. Dann wir machen hier, ich und Jonas, das. Und auch manche Leute, die wollen auch leihen, können auch von hier auch ausüben, aber besser von da, von der Garage.
Aber jetzt hier besser, weil das Heizung und Wasserstrom, da in die Garage war schwer. Seit November sind wir da angefangen. Ja, und jetzt hier nur einen Monat ungefähr. Aber jetzt können wir mehr arbeiten, wenn man mit mehr Kraft arbeiten. Da in die Garage war ein bisschen schwierig, aber trotzdem hat es geklappt. Vor allem geheizt auch. Ja. Das ist ja das alte Stadtwerke-Gelände hier, ja, wo früher die große Gasfabrik stand, ja, im Grunde auch die Kokerei auch und die große Fabrik von Harry Trüller auf der anderen Seite von der Fuse versorgt hat. Und ihr tretet hier irgendwie auch in diese Fußstapfen rein, ihr belebt auch diese alten Gebäude wieder, ja, werdet auch nochmal umziehen, also bei eurem Start-up kann man das schon richtig mitverfolgen, wie ihr wächst und wächst und wie ihr vielen Menschen auch helft. Ja. Warum ist es sinnvoll, ein altes Fahrrad heile zu machen und nicht gleich ein neues zu kaufen? Zuerst, ein neues Fahrrad heißt, dass ein altes Fahrrad stirbt und Schrott, mehr Schrott in die Welt. Und ein neues Fahrrad kostet mehr, viel mehr. Und ja, das auch der Handwerk auch kommt wieder, kann ich einen Arbeitsplatz kriegen oder wenige Leute auch. Aber besser, wenn man nicht viele Schrott auch schmeißt und das Fahrrad wird wieder super heil. Ich mache das in Ordnung und das kostet auch nicht so viel. Dass man auch Geld spart und ja, ich arbeite, kriege ich einen Arbeitsplatz. Danke für alle. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen, über den Arbeitsplatz. Ali, du kommst aus Syrien. Ja. Und hast du das gelernt, wo Fahrräder reparieren? Oder was hast du vorher gemacht? Ich war in Syrien nur Schule. Als ich 20 Jahre alt bin, ich von der Schule zum Militär gegangen, 2 Jahre. Dann bin ich nach Dubai gefahren und habe ich da gearbeitet, 10 Jahre. Denn kann ich da nicht mehr bleiben, weil ich muss wieder nach Syrien kommen. Und ich musste nach Syrien nicht kommen, weil da war Krieg und ich muss, wenn ich da bin, dann muss ich einen teilnehmen in die Militär wieder. Ja. Und dachte ich, komme ich nach Deutschland. Ja. Alle kommen hier. Klasse. Ja. Und hier, als Anfang habe ich mit Hans Lidia in die Kirche gearbeitet, bei Feuerwehr auch, ich habe das nicht gelernt. Ich kann ein bisschen mit Mechanik, aber nicht viel. Ja, aber bei Hans Lilian in die Kirche habe ich mehr als zwei Jahre gearbeitet. Da habe ich mich ja gut ausgebildet. Nicht der perfekte Ausbildung, aber ich kann fast alles reparieren. Genau, den Eindruck habe ich auch. Du reparierst eigentlich alles, was man dir bringt. Man kann es sich nicht vorstellen, hinterher kann man wieder gut mitfahren. Ja. Und alle sind froh, weil sie ihr altes Fahrrad weiterfahren können. Ganz zu schweigen davon, dass man im Moment kaum neue Fahrräder kaufen kann. Ja. Wir gucken mal hier in eure Regale so ein bisschen rein. Was habt ihr hier alles so gelagert? Da sind hier diese Pedale, genau. Hier. Ja, und hier Ständer sind Pedale und die sind die Griffe. Auch da habt ihr ja nicht nur neue Teile, also man kann neue Teile bei euch bekommen, aber hier verwertet auch viele gebrauchte Teile. Genau. Wenn wir zum Beispiel ein alter Fahrrad, die kann man nicht mehr wieder benutzen. Ja. Die ist schon kaputt oder gebrochen. Dann bewahre ich die Komponenten und wenn ich ein anderes Fahrrad die brauche, dann baue ich die ein. Also zweites Leben ist. Ja, genau. Super. Genau. Besser als auch mal zu wegzuschmeißen. Ja. Und hier hinten habt ihr so Räder und Ersatzrad drauf. Alles andere bestellt ihr ja auch, wenn irgendwas gebraucht wird. Dafür. Ja, haben wir was Neues auch. Zwei neue Felgen zum Beispiel. Ja. Und auch die alte, die man muss wieder einspeichern oder umspeichern, wieder wegschmeißen. Ja. Ja. Aber fast alle, die ich lieb bewahre, die kann ich wieder benutzen. Also es bleibt fast kein Müll übrig. Ihr kriegt alte Fahrräder ja vielfach auch zur Verfügung gestellt. Ja, das. Und das Tolle ist, also, dass die nicht auf dem Müll landen, sondern dass die guten Teile auch weiterverwendet werden und man sein altes Fahrrad dann auch weiterverwendet. Ja, oder ihr baut eins zusammen auch. Genau, ja, machen wir auch. Also nach Wunsch? Ja, nach Wunsch. Super. Zum Beispiel das Fahrrad hier. Klasse. Das war ein E-Bike von Hans und hat Hans in der Garage weggeschmissen seit 4-5 Jahren, glaube ich. Ja. Die waren 2 Stück, ja, und kommt jetzt wieder ins Liegen. Und dann sieht gut aus. Ja. Das war ein E-Bike. Genau. Und jetzt ist kein E-Bike mehr. Das ist kein E-Bike mehr. Ja. Sondern ein normales Fahrrad mit 7 Gang. Aha. Ja. Und sieht gut aus.
komplett neu gebaut waren. Mit alles. Läuft alles wieder. Ja, genau. Passt. Noch nicht fertig? Genau. Ja, Jonas, bitte. Was machst du hier in der Werkstatt? Was ist so deine Aufgabe? Ich habe eben gesehen, du hast ja die Kette geölt und geguckt, dass das alles gut läuft. Meine Aufgabe besteht darin, die Kunden glücklich zu machen, und wir bereiten hier die Fahrräder auf, wir kaufen sie bei eBay Kleinanzeigen und tun das Beste daraus, um das Fahrrad wieder ein neues Leben einzuhauchen, und läuft eigentlich sehr ganz gut, und dann braucht man ein paar Stunden, bis das wieder alles gängig ist. Ich habe dich schon so erlebt, ich merke, das macht dir Spaß, also das ist für dich auch eine Herzenssache, genau. So Fahrräder zu reparieren. Du fährst auch gerne ein altes Fahrrad, ich habe schon gesehen, ein Oldtimer-Fahrrad hast du dir auch zurecht gemacht. Klasse. Mit einem Freund zusammen, genau. Und ist auch von 1956, ja. Und ich halte es in Ehren. Und super. Ja. Ja, herzlichen Dank euch. Jetzt sind wir wieder in der Schramme. Eben war die Schramme unterwegs, wir haben zwei Stationen uns angeguckt, von den Fahrrädern, wie sie verliehen und repariert werden. Und jetzt sitzen wir hier zusammen in der Schramme der Talk. Und Hans, du sitzt mir gegenüber. Wir haben eben überlegt, wie das Ganze angefangen hat. Das Kind hat auch einen Namen, was ihr jetzt miteinander gegründet habt. Wie heißt das? Ja, das heißt, also wir haben den Fahrradverleih am Bahnhof gegründet. Und wir haben eben auch gleichzeitig, nicht gleichzeitig, sondern eben als wir gemerkt haben, dass wir, wenn wir mehr wollen als nur in der Garage ein paar Fahrräder vermieten, wenn wir also Ziele haben, auch hier in Celle einfach die Infrastruktur etwas zu verbessern und eben am Bahnhof etwas zu machen, dann brauchen wir mehr als nur ein kleiner Betrieb, sondern haben wir auch einen Verein gegründet. Und den haben wir vor 3 Monaten dann gegründet. Wie heißt der? Der Verein heißt Förderverein Bahnhof Celle. Oh, das ist ja ein großes Anliegen. Ja. Nicht nur das Rad, sondern ihr habt den Bahnhof auch im Blick. Ja, genau. Wir haben schon. Also wir haben natürlich das gleich ein bisschen breiter gefasst. Wir haben eben, unser erstes Ziel ist eben eine Mobilitätszentrale sozusagen, an der eben der Kunde, der Reisende, der Bürger eben am Bahnhof einen Service vorfindet, um besser mobil werden oder bleiben zu können. Also der Pendler sein Fahrrad aufgepumpt bekommt oder das Licht repariert bekommt, und wo der Tourist eben von dort auch startet in die große weite Welt der Aller und der Heide, oder wo eben auch wir gebrauchte Fahrräder verkaufen oder auch als Abo weitergeben. Das ist also der dritte Gedanke oder vierte inzwischen Gedanke. Eben ein Fahrradabo für Firmen oder Privatpersonen, die sich eben kein eigenes Fahrrad zulegen möchten, sondern einfach eins sich bei uns mieten, und wir kümmern uns um alles dabei. Das würde man sich wahrscheinlich auch in anderen Orten wünschen, mit der Bahn irgendwo hinfahren, dann da vielleicht auch ein Fahrrad mieten können. Im Moment haben wir die E-Roller, die stehen allerdings vielfach rum und ist vielleicht nicht so ökologisch und sicherlich auch nicht so gesundheitsfördernd. Ja, das stimmt. Und ihr habt eben ein umfassendes Konzept da auch miteinander entwickelt, und das ist schon interessant, wie in kurzer Zeit ihr so ein Konzept auch entwickelt habt. Wie viele Leute gehören zu dem Verein jetzt? Ja, also der Verein ist noch sehr klein. Wir sind jetzt ungefähr 15 Personen, weil wir die meiste Zeit darauf verwendet haben, jetzt einfach erstmal ins Gespräch zu kommen mit den zuständigen Behörden und den Institutionen um uns herum und eben uns erstmal bekannt zu machen. Das hat also, das verschlingt natürlich erstmal die meiste Arbeit, dass man irgendwie erstmal ins Gespräch kommt. Und das ist uns auch ganz gut gelungen. Also wir haben eben tatsächlich gute Gespräche oder sind in guten Gesprächen dabei, wissen allerdings eben auch und müssen auch feststellen, dass wir jetzt keine sofortigen Erfolge. Man fragt dann, ja, bist du denn immer noch nicht am Bahnhof? Nein, natürlich noch nicht. Sondern wir haben eben den ersten Schritt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, auf dessen Gelände wir ja auch gerade unsere Werkstatt haben. Da gibt es die Absicht oder der Gedanke eben dort, bei den Pendlern, wo die ihre Fahrräder abstellen, dass wir dort eine Servicestation einrichten.
Das ist dann zwar nicht direkt im Bahnhof, sondern neben dem Bahnhof in der Park-and-Ride-Anlage, aber immerhin schon mal sehr dicht am Bahnhof. Und da könnten wir auch höchstwahrscheinlich dann auch Fahrräder rausgeben für Touristen. Dann wären wir schon mal eben in einem Bereich, wo man uns sieht und wo wir eben einfach mehr Kontakte herstellen können zu Laufkundschaft, zu Touristen, zu Reisenden und wem auch immer. Ein schnelles Wachstum und auch nicht nur Mitglieder, sondern auch viele Freunde. Und im Moment werbt ihr eben auch Spenden ein für Werkzeug und Maschinen für eure Werkstatt. Gunnar Thaden, du bist dazugekommen und hast dich da richtig reingehängt in diesen Verein auch. Ihr kanntet euch vorher nicht. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Ja, Zufälle bestimmen ja das Leben und der Talk heißt ja Schramme und ich war mit einer Schramme versehen im Leben und kam aus einer Reha-Klinik zurück und mein Fahrrad war platt und ich wusste noch, dass mir jemand helfen konnte, weil ich das in der Zeitung gelesen hatte. Hans in seiner Funktion damals in der Kirche, Kirche war ja dort eine, wo du ja auch herkommst, eine Struktur aufgebaut worden und da habe ich die Telefonnummer angerufen und dann haben wir uns kennengelernt. Und dann wurde A, das Fahrrad repariert natürlich und B, stellten wir fest, dass wir unterschiedlichster nicht sein können. Hans der Praktiker, ich der ITler und Theoretiker. Und dann wurde die Idee vom Hans geboren, einen Verein zu gründen. Und dann kam natürlich meine persönliche Stärke, glaube ich, zum Tragen, IT, Marketing, Strukturen verstehen, auch in der Politik agierend, denn das ist ja wichtig, denn wir reden hier über das Bahnhofsgebäude, über eine Teilsanierung des ehemaligen Gestückgutannahme und da reden wir nicht über wenig Geld, sondern wir reden dort schon vielleicht für die Politik doch noch wenig Geld, aber wir reden schon über einige 100.000 Euro Sanierungskosten, die wir benötigen und die werden wir als Verein nicht leisten können, aber wir werden sehr gut unterstützt, das muss man auch an dieser Stelle betonen, von einer Person der Deutschen Bundesbahn, der die Bahnhöfe hier im Norden verantwortet, den Herrn Jörn Thunert aus Hannover. Und der hat uns in den letzten Monaten schon den richtigen Pfad gewiesen, wie wir möglicherweise mit Unterstützung der Politik hier in der Stadt, im Kreis, hier diese Art von Sanierungskosten beim Land, ich will nicht sagen losschlagen können, aber schon bekommen können. Denn man muss ganz deutlich sagen, das ist uns auch ganz klar gesagt worden von der Bahn, das ist auch wichtig für alle Zelleraner. Der Zelleraner Bahnhof ist nicht Hannover, ist nicht Hamburg, ist nicht Leipzig, ist nicht Dresden, ist nicht Kategorie 1, die sind alle schön, sondern wir sind hier in Celle Kategorie 3. Also dritte Wahl könnte man dritte Wahl, ja. Sagen. Ja. Also und der Bahnhof ist ja mit dem Robert Simon und seiner Lichtkunst schon gut ausgestattet, aber man sieht natürlich schon, dass hier vieles fehlt. Also für gute Services ist zurzeit da nichts vorhanden. Hans, das ist ja unsere Idee, dass wir dort gute Services hinbringen. Und dass natürlich auch dort das Ambiente, was ja immer ein Teil der Heimat ist, wenn man irgendwo in einem Bahnhof ankommt. Man muss nicht einfach nur durchgehen, sondern man muss da gerne durchgehen. Und das vermissen ich persönlich hier als Neuenhäuser Bürger doch schon stark am Bahnhof. Und da wollen wir uns engagieren, dass die Stadt, der Kreis, das Land und andere hier etwas aufbauen können, was weit über uns hinaus wirken kann. Ich finde es klasse, dass ihr so verschieden ihr seid, euch so ergänzt mit den verschiedenen Fähigkeiten auch, der ITler, der auch schon eine Strategie habt. Und du hattest ja diese Idee in dir auch immer drin. Und als ich hierher gezogen bin, habe ich mich immer gewundert, da ist jemand, der transportiert irgendwie mit seinem Anhänger so alte Fahrradleichen. Diese große Dimension, jetzt nicht nur Fahrräder reparieren, Fahrräder verleihen, sondern im Grunde auch diesen Bahnhof neu zu beleben und für die Stadt insgesamt auch ein Angebot zu haben, auch für Touristen, die hierher kommen, das ist schon klasse. Und jeder mit seinen Fähigkeiten im Grunde auch. Du hast von deiner Schramme erzählt. Die Schrammen im Leben gibt es ja bei uns immer wieder. Ali, du hast auch davon erzählt, du kommst aus Syrien. Und du hättest wahrscheinlich als Kind nicht gedacht, dass du irgendwann Fahrräder reparierst. Wenn du das so siehst, wie sich dein Leben jetzt geändert hat, was würdest du dazu sagen? Ja,
Ich weiß es nicht, aber jeder Generation hilft der anderen Generation. Und wenn ich hierher nach Celle komme, und hier Celle ist eine Fahrradstadt, kann man richtig fahren und kann man genießen, gesehen, wenn man hier was sehen, ja, kann Wälder sehen und sehr gut genießen mit Fahrrad. Dann habe ich gedacht, und habe ich gelernt bei Hans an die Kirche vor 2 Jahren, habe ich gedacht, ja, das ist eine gute Idee. Und kann ich sehr gut reparieren. Ich kann das Fahrrad richtig gut machen. Das ist auch meine Fähigkeit. Ja. Ja. Und dann alles zusammen macht was. Ja. Ja. Aber alleine kann ich das alleine nicht machen. Du hast auch Familie hier? Hast du auch Kinder? Ja, ich habe eine Frau und zwei Jungen. Ja. Sind die auch schon mit dabei bei den Fahrrädern oder was machen die? Die sind noch jung, kleine Kinder, 5 ja. Jahre und 3 Jahre. Aber die machen das gerne. Die wollen immer helfen. Ich würde euch gerne noch mal eine Frage stellen. Was ist so eure Vision? Ihr habt so ein bisschen was auch schon eben gesagt oder vielleicht auch einen Wunsch, den ihr habt, entweder der naheliegend ist oder in der Zukunft. Hans, willst du mal anfangen, wenn du jetzt auf diesen Verein auch blickst und wohin es gehen soll, was dein persönlicher Wunsch ist, deine Vision vielleicht auch? Ja, also ich möchte vielleicht nochmal sagen, meine Schramme hatte ich auch mitgebracht, so wie meine Freunde auch. Und nämlich der Radhof in der Kirche endete eben auch relativ unsanft. Ja. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich möchte noch irgendwas machen. Und dass ich daraus so viel erwachsen würde, wäre für mich irgendwie, habe ich mir nie erahnen können. Und jetzt ist einfach, sind wir an dem Punkt gelangt, wo wir sagen können, unsere Vision ist, dass wir eben eine Plattform hier bilden können, auf der eben sehr viel Neues entstehen kann. Und wir sozusagen als Fahrradgebrauchthändler oder Fahrradverleiher, wir sind dann ein Teil dieser Plattform und eben arbeiten eben mit vielen anderen, die entweder als freiwillig oder ehrenamtlich oder als Kleinunternehmer oder auch, indem sie auch dort Arbeitsplätze schaffen, können wir dann eben da eine Community einrichten oder erschaffen, in der eben einfach der ganze Stadtteil belebt wird und ihm vielleicht jemand aus Hannover sagt, Mensch, ich muss mal nach Celle fahren, das ist ja da richtig klasse, da kriege ich eben Dinge, die ich in Hannover so nicht finde. Ja, genau. Das ist meine Vision, dass die Leute mit dem Zug hierher kommen und sagen, hier aussteigen und mal in den Bahnhof. Das ist zwar kein 100-Wasser-Bahnhof, aber der hat trotzdem was. Die Residenzstadt Celle hat viel zu bieten. Ja. Genau, und ihr leistet euren Beitrag dazu. Ja. Klasse. Gunnar. Ja, Celle ist eine schöne Stadt. Und ich bin ein Anhänger der Zero-Broken-Theorie, also der Theorie, dass man sich um alles, das ist ja in New York in den 80er Jahren geboren worden und hat ja dort erfolgreich zu einer Revitalisierung von New York geführt. Zero Broken heißt das? Zero Broken. Okay. Dass man sich also um die kleinste Kleinigkeit schon von Anfang an kümmert. Ja. Und der Stadtteil Neuenhäusen und gerade am Bahnhof ist aus meiner Sicht im Rahmen dieser Zero Broken Theorie was zu tun. Wir sind hier auf der einen Seite natürlich staatlicher schon Sanierungsgebiet. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Bürger, gerade in den Zeiten, die jetzt kommen und vor uns liegen werden, dass das zivilisatorische Engagement des Bürgers, wir werden immer älter, wir werden immer intelligenter, auch meistens jedenfalls, und daher glaube ich, dass diese Art, wie wir es jetzt tun, zivilgesellschaftliches Engagement, weiter mehr und transparenter da sein wird. Dass die Politik sicherlich ihre Berechtigung hat, klar. Ich will auch hier niemanden irgendwie streitig machen in der Stadtverwaltung. Aber ich glaube schon, dass Bürger wissen, was für gut für ihr Stadtteil ist. Und wir müssen hier was tun. Ja. Und der Bahnhof ist ein zentraler Punkt. Und gerade diese Achse Bahnhof trifft Innenstadt, gerade diese schöne Innenstadt, muss durch diese, ich nenne das immer Marginale, so ist es so ein älterer Begriff, der muss besser werden, muss anders werden. Und dazu fühlen wir uns verpflichtet, das zu begleiten. Wir werden das nicht alleine schaffen können. Ja. Deswegen rufe ich auch durchaus alle auf, uns zu helfen. Und abschließend vielleicht noch ein für mich wichtiges Wort, weil ich nun überzeugt bin von Digitalisierung und IT insgesamt. Wir brauchen am Bahnhof im Rahmen dieser Strukturen eben so eine Plattform, wo auch modernere, jüngere Menschen wie du zum Beispiel mit 3D-Drucker, mit Lackieren im Rahmen von Tuning von Fahrrad, das sind ja alles Entwicklungen, die jetzt kommen. Das kommt jetzt alles.
Denn wir erleben, für mich ist das ein Epochenumbruch, muss ich wirklich sagen. Ich erlebe in meinem kurzen Leben nicht nur die, ich sage das jetzt mal, die Wiedervereinigung habe ich erlebt. Ich erlebe auch gerade, dass wir uns in einem richtigen Epochenumbruch befinden durch die Digitalisierung. Man sieht das auch in Celle. Die Industrie, so gut sie war für Celle, die Erdölindustrie, ist sicherlich noch immer wichtig. Aber aus meinem Verständnis bewegen wir uns in eine neue digitale Welt rein. Und dazu gehört das Kleinstunternehmertum, das Start-up-Verständnis und auch die Unterstützung für die Start-ups. Und das ist für mich und für uns dieser Förderverein Bahnhof. Gunnar Thaden, IT-Spezialist mit Herz und viel Umsetzungswillen. Ali, was würdest du sagen? Was ist dein Wunsch, wenn du jetzt auf diesen Verein und auf deine Arbeit blickst? Ich habe viele Wünsche. Ich wünsche viele von meiner Familie, dass ich eine gute Geschäfte mache und mein Geschäft wächst noch und besser werden in die Bahnhof oder ja, weil ich jetzt liebe, hier gehöre zu dieser Stadt jetzt. Ja, und hier, ja, ich bin schon viel entwickelt, habe schon viel gelernt und ich lerne noch. Die Sprache und die Kultur und die Lieben, ist das alles nicht einfach hier in Deutschland. Ja, und wenn ich dieser Geschäft richtig mache und schaffe mit Hans und Gunnar und dem ganzen Team, dann wäre gut. Ja, herzlichen Dank euch dreien für nicht nur eine Vision, sondern auch für die Umsetzung. Und es ist schön, das mitzuerleben, dass es so schnell wächst und viele Leute sich darüber freuen, dass es das hier in Celle gibt und demnächst die Leute auch hierher kommen, um ihr Fahrrad zu tunen und zu pimpen. Viele Möglichkeiten gibt es, viele Talente habt ihr und ihr setzt die auch miteinander ein, ihr kombiniert die auch. Ich möchte deshalb einen kurzen Vers von Martin Luther King dazu lesen. Da heißt es: Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit verliehen, etwas zu erreichen. Keinen Menschen hat er ohne alle Talente gelassen. Und das finde ich toll, dass man die Talente, die ihr habt, dass man die erkennen kann und dass ihr die einsetzt, auch für diesen Verein und auch für die Menschen hier in Celle. Ja, und so eine Einladung natürlich auch nach Celle, hier den Verein zu besuchen und mal zu gucken, was die hier eigentlich machen, ein Fahrrad vielleicht auch auszuleihen. www.bahnhofzelle.de. Okay, das war der Werbeblock am Ende noch. So, vielen Dank und alles Gute. Tschüss.